Hallo Menschen, heute möchte ich 1000 kleine Schritte von Tony Jordan rezensieren. Das war so eine indirekte Booktube-Empfehlung. Ich glaube, irgendjemand hat das sogar unter seinen Lieblingsbüchern mit aufgezählt und ich meine, das könnte Winky Books gewesen sein, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Was ich durch diese Besprechung schon wusste, ist, dass es hier eben um eine Frau mit OCD geht und diese Zwangsstörung zeigt sich bei ihr darin, dass sie eben alles zählen und messen muss. Also zum Beispiel die Schritte ins Bad, die Schritte ins Café, alle ihre Wände oder aber auch sowas wie alle Mohnkrümel auf ihrem Kuchen und so. Sie hat dabei noch so eine besondere Konzentration auf die Zahl 10 und deren Komponenten, also hat zum Beispiel 10 Hosen, 5 lang- und 5 kurzärmliche T-Shirts, also Oberteile, muss, wenn sie halt zum Beispiel Chicken Nuggets oder so kauft, immer 2 Packungen mit jeweils 5 drin kaufen und so weiter und so fort. Also das hat wirklich einen sehr, sehr großen Teil in ihrem Leben und die ersten Seiten dieses Buches fand ich sehr, sehr gut. Diese Krankheit wurde sehr vielseitig beschrieben. Man hat sowohl ihre eigene Meinung dazu gehört, also dass sie sagt so, ja, ich komme zurecht, ich kriege das natürlich schon mit, aber eigentlich ist alles in Ordnung. Und andererseits merken wir als Leser langsam, was das für einen großen Einfluss auf ihr Leben hat. Dass sie also zum Beispiel ihren Job verloren hat dadurch, dass sie ganz feste Schlafen- und Aufstehzeiten hat, aus denen sie auch nicht rauskommt. Das ist alles organisiert, sie wird davon halt schon prinzipiell bestimmt und das hat natürlich auch Einfluss auf ihre Angehörigen, gewisse Schwierigkeiten, die dadurch entstehen. Und trotzdem ist unsere Protagonistin sehr humorvoll, auch schlagfertig, kann natürlich auch so eine Art Abwehrmechanismus sein, wurde aber alles sehr, sehr voll beschrieben. Wirklich realistisch fand ich es auch, dass dieses Hin- und Hergerissensein gut wiedergegeben wird. Einerseits zwischen, es ist doch alles okay, ich habe Kontrolle über alles, ich komme zurecht, ich bin glücklich und auf der anderen Seite, vielleicht könnte ich ja doch glücklicher sein, vielleicht ist das alles nicht ganz so normal, vielleicht könnte man doch etwas ändern. Und gleichzeitig eben diese große Angst dahinter, dass eine Therapie eventuell die eigene Persönlichkeit verändern oder gar auslöschen könnte, weil die Krankheit halt so ein großer Teil von einem selbst geworden ist und dass man halt durch eine Therapie vielleicht sich einfach nur an so eine willkürlich festgelegte Norm anpasst und verliert, was man selbst ist. Und ich wusste durch den Klappentext auch, dass ein Mann hier eine Rolle spielen wird, also dass es vielleicht so Richtung Liebesgeschichte tendieren könnte, was auch vollkommen okay gewesen wäre. Also es gibt ja großartige Liebesgeschichten. Ich finde allerdings, und jetzt beginnt langsam so ein bisschen meine Kritik, dass das hier arg Richtung Chicklit abdriftet, was ich halt bei dem Thema tatsächlich nicht erwartet hätte. Aber sie hat dann zum Beispiel immer so Tagträume, in der sie Männer irgendwie auf den Tisch eines Cafés werfen und ihr den Slip herunterziehen. Oder dann gibt es so großartige Zitate wie: Mir ist noch nie aufgefallen, wie schön Sperma ist. Perlmutartig und geschmeidig wie Hautcreme. Okay. Was für mich auch in die Kategorie fiel, ist, dass man so ganz klischeehafte Telefonate mit seiner Mutter führt. Also sie reden dann eigentlich nur so voller Floskeln und die Mutter geht zum Beispiel auf ihre Tochter gar nicht ein, redet nur irgendwie so oberflächlich über irgendwelche Doofgeschichten, was eigentlich gar niemanden interessiert und das war alles für mich so ein bisschen klischeehaft. Es ist jetzt auch so, dass ich eigentlich keine Chicklit lese, aber ich habe halt so ein paar Klischees im Kopf und dummerweise kommen die alle hier vor. Ein weiteres Beispiel ist so ein gewisser Humor, den ich in Chicklit halt erwarte, der immer so ein bisschen was Peppiges vielleicht sein soll und auch dafür gebe ich euch ein Beispiel, was halt nicht ganz so meine Richtung ist. Sie redet hier gerade über ihren Schwager und hatte eigentlich gerade mit ihrer Schwester telefoniert, die eben sagt, dass ihr Mann, also der Schwager, jetzt eine Konferenz in China leitet oder zumindest daran teilnimmt. Und der arbeitet halt in der Bank, trägt immer Anzug und so. Und unsere Protagonistin denkt sich dann immer so, die Vorstellung, dass irgendwer Harry freiwillig zuhören will, ist ziemlich verstörend. Vielleicht ist es eine Konferenz für an Schlaflosigkeit leidende Chinesen. Oder es ist eine IDIOT-Konferenz, internationale Dummköpfe in obskuren Top-Positionen. Hahaha. Irgendwie nicht ganz so mein Humor. Ein weiteres dieser Klischees, die ich immer so irgendwie habe, ist, dass in Chicklit die Protagonistin vielleicht nicht so dieses 90-60-90-Vibe ist und dann aber gleichzeitig so auf einfach hübsche, erfolgreiche Frauen so herabblickt. Und das haben wir hier auch. Und das sind alles so Sachen, die ich wirklich nicht mag. Also Beispiel, sie sitzt hier in so einem Café. Langsam füllt sich das Café mit elegant gekleideten Frauen in Designer-Jeans, weiten Blusen und perlenbesetzten Sandalen. Mir ist das egal, ich folge meinem Plan. All die verschrumpelten Spießerfrauen können nur von einer Nacht träumen, wie ich sie gestern erlebte. Und das, ach, ich weiß nicht, das ist nicht so meine Art halt, über andere Frauen zu reden und das waren alles so ein paar Klischees, die mir nicht gefielen. Es gab dann auch zwei Aussagen, die ich total irritierend fand. Beispiel Nummer 1.
Sie telefoniert wieder mit ihrer Mutter und sie redet so von einer Sophie und sagt so, weißt du noch, die Sophie, die sich dieses Muttermal aus dem Gesicht hat entfernen lassen. Und unsere Protagonistin, ich erinnere mich an das Muttermal. Es war so groß, dass es eine eigene Postleitzahl hatte. Ich meine, was ist denn das für eine bescheuerte Aussage über ein Muttermal, wo niemand was dafür kann? Und mal abgesehen davon, dass sie sich jetzt sogar hat entfernen lassen. Und das ist so, oh, Dafür möchte ich jetzt auch noch ein letztes Beispiel nennen. Sie trifft dann mal im Endeffekt auf andere Leute mit Zwangsstörungen. Das sind aber hauptsächlich solche, die halt sich sehr oft die Hände waschen, die Angst vor Keimen haben, etc. Und ihre Gedanken dazu sind: großartig, Händewascher. Ich und ein Raum voller Idioten. Und das war halt auch schon so. Das sind halt Gedanken über andere Menschen, die ich nicht nachvollziehen kann, die ich so unsympathisch finde. Und selbst wenn sie sich nicht in derselben Kategorie sieht wie Leute, die sich ständig die Hände waschen, weiß nicht, gehen solche Gedanken für mich irgendwie überhaupt nicht. Das Problem daran ist, dass ich das Gefühl hatte, sie soll uns aber nicht unsympathisch sein, sondern im Gegenteil, es wird immer so erzählt, auf eine lustige Art und Weise, dass wir eigentlich mit ihr lachen sollen und sie mögen sollen. Und das ist bei mir leider nicht passiert. Mein größtes Problem mit diesem Buch kommt allerdings erst noch. Ich hasse, wirklich hasse dieses Bild: Mann kommt ins Leben einer Frau und sie rettet sie, heilt sie im besten Fall noch durch Sex und alles wird gut. Und oh, es ist vielleicht nicht ganz so schlimm in diesem Buch. Also es ist dann noch nicht alles super gut. Aber ich möchte euch mal vorlesen, wie ihre Gedanken sind, nachdem sie das erste Mal miteinander geschlafen haben. Beziehungsweise sie sind noch dabei, sie hatte gerade ihren Orgasmus und dann geht es weiter mit: ich weiß nicht mehr, wie viele Stöße er machte oder wie oft er meinen Namen sagte. Die Zahlen hüpften mir von den Fingerspitzen und rannten über den Boden. Ich steckte unter ihm fest und konnte sie nicht verfolgen. Dann geht's weiter am nächsten Morgen. So läuft es also bei normalen Menschen. Sie können ins Bett gehen, ohne zwischen den Zehen jeweils dreimal auf- und abzufahren oder ihre 10 Kissen neu zu ordnen und können trotzdem tief und fest schlafen. Und ich wache auf wie in einem Traum, liege in den Armen eines gut aussehenden Mannes, der gerade mit mir geschlafen hat, und ich kann jederzeit entscheiden, wann und wie ich ins Bett gehe. Und das ist halt wirklich so wie, puff, einmal mit ihm geschlafen und alles ist gut, sie muss nicht mehr zählen. Das mag ich nicht. Es ist natürlich bestimmt förderlich oder gut, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der einen liebt, der ihn unterstützt, aber so dieses magische, männliche, was einen rettet, was alles gut macht, was der Frau hilft. Nicht so meins. Um es also nochmal zusammenzufassen, meiner Meinung nach ist das Buch immer dann besser, wenn es wirklich die Krankheit beschreibt. Es gibt hier zum Beispiel eine Panikattackenszene, die großartig ist. Die war so gut. Ich persönlich hatte noch nie eine Panikattacke und ich fühlte mich so aufgewühlt in der Szene. Das war perfekt beschrieben, meiner Meinung nach. Und es ist ja auch ein gewisser Humor drin. Also ja, es gab ein paar Stellen, die ich auch ganz lustig fand. Zum Großteil ist es halt einfach nicht mein Humor. Und im Großen und Ganzen war ich halt einfach von zu vielen Dingen genervt. Einerseits der Protagonistin, aber auch diese Erzählweise mit diesen Klischees, meiner Meinung nach zumindest, dass ich es im Endeffekt nicht direkt empfehlen kann. Ich würde sagen, wer gerne Chick Lit liest, dann ist es bestimmt nicht schlecht. Denn es hat halt dieses ernste Thema darunter, was ich wirklich gut fand, was ich interessant fand. Und die Aspekte waren auch gut, das im Buch. Aber im Großen und Ganzen nicht ganz so mein. Ja, also total schlecht fand ich es nicht. Es wird aber definitiv nicht mein Lieblingsbuch. Ich bin sogar versucht zu sagen, ich werde es irgendwann vermutlich eher weggeben. Hab dieses Chick-Lit-haftige irgendwie nicht erwartet. Wie immer könnt ihr mir gerne Meinungen dazu sagen. Vielleicht auch derjenige, der das damals empfohlen hat. Ich weiß nicht mehr genau, ob es Winky Books war. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.